Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir stehen hier immer noch vor der Brücke. Ich möchte einen allerletzten Anlauf noch versuchen. Und das wird ein Sturmangriff sein. Warum auch immer ich das mir antue. Oh. Sehr schön, 120. Jetzt muss ich gucken, dass mir nichts irgendwie gefolgt ist. Gut, jetzt kann ich nämlich ganz kurz Leben auffüllen. Da. Davon habe ich auch nicht mehr so viel, ne? Da sollte ich vielleicht mal aufpassen. Vielleicht mehr von diesen Sheriffsbären vor dann so Spiel speichern. So, jetzt muss ich noch den anderen da hinten. Halt! Es könnte ja sein. Ah, sag mir nichts. Ich kann die Aufnahme im Original lassen. Aber sonst auch nichts weiter. Moment, der andere hatte doch auch noch eine Keule, ne? Ah, verdammt. Keule. So, und den dritten sehe ich hier hinter gerade. Oder auch nicht. Okay. Ah, verdammt. Oh nein! Und ich habe vergessen, nach dem zweiten wieder zu speichern. Verdammt. Okay. Halb so schlimm. Huch. Genau, die Keule. Jetzt einmal kurz speichern. Idee war gut. Müsst ihr mir lassen. Die Umsetzung war gerade schlecht. So. Ah, okay. Ah, verdammt, jetzt sind die alle runter. Ja, okay, warte. Vor allem will ich mal ganz kurz was nachgucken. Schwimmen die jetzt alle da unten im Wasser herum oder? Naja. Könnte ja sein, weil. Komm schon.
Da sind die meisten gerade. Hallo? Ich hab 3000 Mal Leertaste gedrückt. 3000 Mal gefühlt. Den hätte ich eigentlich auch gehabt. Ich hätte nur den Finisher noch von oben machen sollen. Hallo. Steck das Schwert weg. Mann. So. Ja, obwohl hier kommt Lebenstrank. Lohnt sich jetzt sogar mal. Ah. Bevor ich wieder komplett vergesse. So. Da würde ich ganz gerne haben. Woher kommen die alle auf einmal? Na, aber wirklich, woher kamen die jetzt auf einmal alle? Hä, warum hat er jetzt die Nagelkeule wieder in der Hand? Visueller Fehler. Okay. Wenn ich das richtig sehe, versuchen die sogar an ihre Orte und Stelle wieder zurückzukehren, mal abgesehen davon. Ja, okay. Heißt, nach einer gewissen Spielzeit werden die wahrscheinlich wieder alle vernünftig stehen. Dann lasse ich das lieber erstmal geschehen. Und ach nee, man kriegt ja nur 10. Genau, ich dachte 20. War ich schon wieder falsch im Kopf. Rein rechnerisch wäre es aber schöner, wenn man 20 kriegen würde. Achso, was brauchen wir? Wir brauchen fürs nächste Level 14.000. Ach du Heilige. Und ja, ich futter ja schon was. Was habe ich da eigentlich? 1, 2, 3, 4 Sachen, die ich loswerden kann. Die ich natürlich gewinnen bringt, wieder loswerden kann. Muss ich halt natürlich erstmal jemanden finden, der noch Erzbrocken hat. So, aber jetzt, nachdem ich lang genug jetzt mich gegen diese Wichte da ja, durchgekämpft habe. Oh, dann kann ich ja doch nochmal. Mach ich dann nochmal meine. Ja, komm. Da ein auf Stärke. Drei auf Geschick. Und den Rest teile ich anders auf. Ich glaube, den Rest packe ich dann nochmal auf Stärke ein bisschen mehr. Butler. Absolut. Ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr.
Butler, Butler, Schatten. Was ist denn mit Schatten? Vielleicht. Hey, was kann ich. Lager. Was kannst du mir über das Lager sagen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Ich. Wie Schatten werden. Wo finde ich. Bla, nö. Gut, ich versuche gerade so gut wie möglich auch mit den Leuten zu reden, ne? Aber. Wer weiß, vielleicht. Doch die Leute, die ich schon mal angesprochen habe. Gerade dass die vielleicht. Nee, doch nicht. Hätte sein können. Nichts, was aber wichtig ist, ich gehe jetzt aber mich hinhauen, hol mir dann noch eine Mal Luppe. Vielleicht sollte ich die dann auch häufiger nutzen. Weil die bringt ja auch eigentlich gut Leben wieder. Neuer Tag und nichts hat sich geändert. So. Ja, dann gehe ich jetzt demnächst wieder zu den Minen und versuche da mal zu gucken, ob da vielleicht irgendwas Relevantes passiert. Du hast. Und. Hallo. So. Dann ab zu den alten Minen. Weil da habe ich ja noch nicht wirklich viel mit den Leuten geredet. Eins will ich nochmal machen, bevor ich zu der Mine gehe. Okay. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, Moment. Ja, ich weiß, es ist blöd, aber... Links, rechts, rechts, links, rechts. Es gibt also doch eine Art Steuerung fürs Knacken von Truhen. Links, rechts, rechts, links. Okay. Und da haben wir einen weiteren Dietrich. Sogar drei. Zwei weitere Bier. Zwei weitere Fackeln. Und noch mehr Pfeile! So. Erfolgreich eine der Kisten geöffnet. Und hier ist das dasselbe Thema. Links ist schon mal falsch. Rechts. Rechts, rechts, links, rechts. Entschuldigung, ich hab nicht so vor, die Dietriche zu verschwenden. Rechts, rechts, links, rechts. Sehr schön. Erdbrocken. Und das ist eine ganze Menge. Gekochtes Fleisch, Fackeln, Bier, noch mehr Dietriche. Sehr schön. So, ich glaube, das war's jetzt auch. Kein Bogen bis jetzt. Ich bin erstaunt. Also tatsächlich, ich bin richtig erstaunt.
Jetzt muss ich mich ja auch wieder rausmanövrieren, ne? Nur so nebenbei. Deswegen. Da ist noch so einer. So. Ich speichere halt gerade jetzt zwar immer wieder, aber das ist halt wirklich so eine Art Sicherheitsmaßnahme, mehr auch nicht. Die Bären nehme ich da mit, wenn ich den hier geschlachtet habe. Ha! Rostiges Schwert. Uäh. Den habe ich gar nicht so schnell realisiert. Auch wieder meine Erfahrungspunkte, weil der Pfeil zu spät ankam. Sehr schön. So, aber jetzt möchte ich auch gleich mal wissen, wer auf ihn überhaupt schießt. Weil das sehe ich ja jetzt, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ach. Kaffalorn. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Ja! Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Wir kriegen einen Bogen. Endlich! Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, oh, und er hat Erzbrocken. Das heißt natürlich erstmal, wir müssen alles, was wir haben, gerade mal loswerden. Die kann ich mal loswerden. Die kann ich mal bis auf 4 runterdrücken. Gut, das haben wir dann. Hier will ich eigentlich gar nichts loswerden, aber kann ich ja mal kurz trotzdem gucken. Artefakte habe ich nichts, Magie habe ich nichts, Rüstung habe ich nichts. Die Stachelkeulen kann ich noch rüberpacken. Rostiges Schwert kann ich rüberpacken. Eine der Spitzhacken. Eine Keule. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Weil, auch wenn wir jetzt... Okay, 20, 24, 24? Okay, 24, 24. Ja, dann komm. Den hier. Der ist 80 wert. Wir müssen sogar noch draufzahlen, anstatt dass wir was bekommen. Ich sehe vorhin noch nicht mal die Waren, die ich ihnen gegeben habe. Ja, komm, dann will ich noch ein paar Pfeile. So. Dann muss ich ganz kurz gucken. Habe ich ihnen auch alles an Ware gegeben oder bin ich jetzt... Ja, okay. Man sieht es bloß einfach nicht, ne? Ja, weil es hier schon nach unten durchscrollt. Okay. 5, 6, 7... Dafür zahle ich aber gerne. So. Annehmen. So, kannst du mir das Jagen beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Jetzt müssen wir gucken. Da, Schleichen, 10 Lehrpunkte, Bogenstufe. Bogenstufe? Schleichen wäre auch cool, aber Bogenstufe ist einfach gerade mal... Warte. Bevor wir das machen. Ich bereue es sonst in meinem Nachhinein, ich weiß es doch. Kannst du mir was beibringen? Kannst du. Kommt drauf. Bogenstufe 1, 10 Lehrpunkte. Kannst du mir beibringen? Für einen Anfänger. Die Füße. Ich höre da gleich nochmal rein, aber ich will mal ganz kurz wissen, was das beeinflusst in den Werten. Ah, da! Bogen, ausgebildet 15%. Okay. Aber ich bereue es tatsächlich, weil... ich würde ganz gerne erstmal Schwert natürlich auslernen.
Und vor allen Dingen muss ich den Bogen auch mal anlegen. Ah, wenn ich jetzt auf die 2. Was hast du? 1. Okay, weiß ich Bescheid. So, ich hab nichts vor, keine Sorge. Okay, er hat kein Problem damit, dass ich das aufsammle. Er stört sich anders gesagt nicht dran. Auf den Boden gefallene Äpfel. Oh, es war richtig gut, dass ich hier nochmal hergekommen bin. Knüppel kann ich auch noch mitnehmen. So, selber mitnehmen haben die nichts. Was hast du mit der Waffe? Oh, so viel angenehmer auf Fernkampf zu kämpfen, ne? Aber sowas von. Und das ist sogar richtig ausgreifend, könnte ich sagen, weil man trifft nicht immer. Also es sind keine Verfolgungspfeile, wie in anderen Spielen manchmal. Sehe ich richtig, dass da eine Tür ist? Ihr wisst, was das heißt. Ich speichere mal ganz kurz. Ah, das ist wieder so ein Spielchen, okay. Auch nicht? Ah, okay, warte mal. Okay, ich lade mal ganz kurz. Also rechts ist schon mal nicht. Das ist nicht. Q ist es nicht. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich für die Tür noch mal mehr lernen. Egal. Das mit dem Bogen könnte uns jetzt auch bei den anderen Viechern helfen, die wir eben angegriffen hatten. Diese schwarzen Golems, Goblins. Ich bin auch natürlich nicht dafür da, um Pfeile zu verschwenden, ne? Aber warum treffe ich ihn gerade nicht? Was auch immer, also... Wer weiß, vielleicht kann ich auch mit dem Bogen... den Velo legen, den ich gesehen habe, also den ich als Velo identifiziere. Moment, ich speichere natürlich nochmal hier. Doppelt hält besser. Na gut, jetzt habe ich trotzdem Pfeile verschwendet, ne? Ich glaube, ich muss dann switchen, wenn ich ihn... Hallo? Ja, rüst jetzt endlich aus. Mann, solche Schwierigkeiten hatte ich ja noch nie mit denen. Ist auch egal. Hauptsache, ich habe jetzt wieder genügend gelernt.
altes Schwert. Und ich finde schon wieder eine Spitzhacke. Das ist ja Becher, Spitzhacke. Das ist ja hier wie eine einzige Fundgrube hier unten wieder. Könnten wir vielleicht auch noch was finden, was nützlich wäre? Keine Ahnung. Wie noch mehr Pfeile oder sowas. Apropos, wie viele habe ich denn überhaupt noch? Ne, da waren sie nicht. Bei Waffen natürlich, aus irgendwelchen Gründen. Pfeile habe ich noch 30, okay. So, aber trotzdem bleibe ich bei der Meinung, dass wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder zu den Schwarzgoblins gehe, ich da wahrscheinlich nochmal richtig gut leveln könnte. Deswegen werde ich da jetzt auch hingehen. Ich werde natürlich mich noch hier umgucken ganz kurz, weil ich ja natürlich auch hier nichts an Ressourcen übersehen will. Und erst recht wäre das ja auch für mich praktisch, wenn ich jetzt noch ein bisschen was habe. Aber ich glaube, wir haben schon wieder ganz gut Zeit drin, weil ich wieder zu viel Spaß hatte an Spiel. Ja, gerade 26 Minuten, sehr schön. Dann mache ich hier ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.